Liebe Zuschauer, schön, dass Sie München TV eingeschaltet haben. Ja, ich bin jetzt gerade in der Innenstadt bei einer internistischen Praxis und ich war ja schon mal vor einem Jahr da bei Dr. Lutz Banasch. Herr Dr. Banasch, bei Ihnen hat sich viel getan. Sie haben erweitert. In welche Richtung haben Sie erweitert, medizinischer Art? Ja, wir hatten ja als Schwerpunkt hauptsächlich die Immunologie und als Immunologe kommt man gar nicht drum herum, sich mit Ernährung zu beschäftigen. Und wir haben jetzt einen Spezialisten für FX-Meyer-Therapie. Aber es ist nicht mehr diese übliche Therapie Semmel und Milch, sondern es nennt sich moderne FX-Meyer-Medizin. Und die passt absolut genau in das Denksystem, was wir als Immunologen haben. Und deswegen ist der Dr. Schwarzel, mit dem Sie ja noch sprechen werden, hier unser neuer Praxispartner geworden. Wobei man ja sagen muss, so FX-Meyer-Abteilungen in Praxen gibt es ja ganz wenig in München. Ja, FX Meyer war hauptsächlich als stationäre Behandlung eingestuft, aber man kann es eben auch ambulant machen. Das heißt, manche waren vorher in einer FX Meyer Kur gewesen und führen das dann bei uns fort oder aber auch machen eine sogenannte ambulante FX Meyer Therapie. Hauptsache das Zielorgan Bauch, Ernährung, Darmflora, das ist wichtig, weil wir da wissen, dass das zunehmend in den Fokus der Medizin rückt. Und Kneipp sagte ja auch mal, der Tod sitzt im Darm. Auch das. Also das wird schon immer eigentlich von den Naturheilkundlern sehr befürwortet. Aber die richtig faktische, harte, wissenschaftliche Medizin erkennt jetzt auch, dass der Darm nicht nur ein Verdauungsorgan ist und chemische Prozesse ablaufen, sondern dass eben dort auch sehr viel immunologische Prozesse ablaufen. Und das ist ganz besonders wichtig. Und natürlich auch, der Darm ist natürlich auch stressanfällig. Also da kann sich natürlich auch was tun. Also, und da ist natürlich diese FX-Meyer-Medizin ist das Richtige. Ja. Jetzt führen Sie mich bitte mal zu Dr. Schwarzel. Gerne, dann gehen wir mal zum Dr. Schwarzel. Ja, Herr Dr. Schwarzel, Gesundheit beginnt im Darm. Sie sind ein Meyer-Präventarzt. Was muss man sich darunter vorstellen? Absolut richtig. Also die Experten sagen ja heutzutage, dass 50-80% der Erkrankungen ernährungsbedingt sind. Und deswegen wäre es natürlich grob fahrlässig, das in der Medizin nicht in ein modernes Therapiekonzept einzubauen. Und genau da setzen wir an. Sie haben ja eine ganz... Sie sind ja noch ein junger Arzt, aber Sie haben ja doch eine sehr bedeutende Vita. Sie haben so richtig, kann man sagen, als Arzt richtig das ganze Handwerkszeug gelernt. Sie waren auch klinischer Arzt, Sie sind Internist. Erzählen Sie mal ein bisschen, wie sind Sie einfach in die Arztschiene gekommen? Also ich hatte das Glück, dass ich die Prägung hatte durch meine Eltern und bin im Prinzip vor 20 Jahren mit der Naturheilkunde in Kontakt gekommen. Ihr Vater ist auch Arzt? Meine Mutter ist Naturheilkundlerin, okay. Also eher von der Heilpraktikerseite aus. Aber es war für mich immer wichtig, die Heilpraktikerkenntnisse auch auf ein solides Fundament zu stellen, wie die Schulmedizin, habe eben dieses ambivalente Studium dann gemacht. Und hatte über die letzten 10 Jahre das Glück, in sehr, sehr guten naturheilkundlichen Kliniken meine Ausbildung zu machen. Also ich war da in Europa in den führenden Naturheilkundenkliniken, wo man eben ein sehr, sehr gutes Ernährungskonzept mit in die moderne Medizin mit einbaut. Ja. Sie waren auch quasi im Lanzerhof in Österreich. Mhm. Sie sind, glaube ich, auch, Sie haben, glaube ich, die österreichische Staatsbürgerschaft auch. Was bringt man da mit, wenn man im Lanzerhof mal gearbeitet hat? Also Lanzerhof war natürlich ein wesentlicher Schritt bei mir in der Ausbildung. Es ist mit das höchste Level eigentlich weltweit an der modernen Naturheilkunde. Und das ist natürlich, das in einem klinischen Setting zu sehen, ganz, ganz toll. Und man kann da ganz viele Erfahrungen eben sammeln und es ergänzt eigentlich das Schulmedizinische perfekt für eine moderne medizinische Therapie. Jetzt sagen wir mal, die Meyer-Ärzte schauen sich ja den Patienten an und Fokus ist schon auch ein bisschen auf dem Bauch. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Formen des Bauches. Sagen Sie doch da mal was dazu. Absolut richtig. Also der Franz Xaver Meyer hat vor 100 Jahren eben sehr gut beobachtet. Die Mediziner früher waren sehr gute Beobachter, nicht mehr so oder nicht so stark auf die technischen Untersuchungsmöglichkeiten fixiert und hat eben festgestellt, dass sehr, sehr viele Erkrankungen im Darm beginnen und hat da seinen Therapieansatz hingelegt und entdeckt, dass man mit einer gezielten Therapie des Darms eben sehr, sehr gute Erfolge erzielen kann in der Gesamtbehandlung des Patienten. Aber wenn Sie einfach den Patienten am Bauch anschauen. Da gibt es ja den Hängebauch, da gibt es den richtigen Bierbauch, da gibt es also der Bauch, der nach innen geht, der nach außen geht, dann der Bauch, der dann so richtig so nach unten geht. Das sind ja alles Hinweise eben für
Ernährungsfehler, kann man ja sagen. Es ist absolut richtig, ich würde Sie gerne als Beispiel nehmen, aber Sie haben ja ein Lehrbuchbefund. Sie sind ja auch selber Meier-Patient und super fit, deswegen kann man Sie nicht nehmen, außer als Musterbeispiel. Aber es ist völlig richtig, man guckt eben, schaut, haben die Patienten eher einen Lymphstau jetzt zum Beispiel vom Dünndarm, haben sie zu viel Luft im Bauch, was sehr oft eben aufgrund von Ernährungsfehler zurückzuführen ist, dass die Patienten einfach zu schnell essen. Man kommt ja als Baby auf die Welt und saugt die Muttermilch aus der Brustdrüse und speichelt es ein. Wenn die Natur gewollt hätte, dass wir schneller essen, hätte sie eine Druckbetankung eingeführt wie in der Formel 1, 10 Liter die Minute. Aber so ist es eben nicht. Ja. Und da kann man eben anhand der Bauchform Rückschlüsse ziehen auf die Fehler, die die Patienten dann machen. Ja. Jetzt der Meier-Arzt, der Sie ja auch sind, Sie sind Internist, aber Sie schauen sich natürlich eben den ganzen Menschen an. Wie wichtig ist da erstmal die Augenscheinnahme, die Augen? Wie ist der Gang? Wie ist die Figur? Wir wissen ja heute, dass gerade wir Deutsche unglaublich auch so den Amerikanern nacheilen im Übergewichtig sein. Wie wichtig ist da so einfach auch die optische Augenscheinnahme? Ja, es ist extrem wichtig. Das Problem, der Vorteil in der heutigen Medizin und gleichzeitig das Problem ist ja auch, dass wir eine wahnsinnige Spezialisierung haben. Wir haben nicht nur einen Herzarzt, wir haben einen Kinderherzarzt, wir haben einen Erwachsenenherzarzt und das kleine Problem dieser wahnsinnigen Spezialisierung ist eben, dass jeder den Patienten immer nur in seinem Fachbereich sieht und das Tolle ist eben, dass wir die Patienten ganzheitlich sehen und da eben auch den Therapieansatz dann führen. Also wie Sie gerade gesagt haben, ist es essentiell, ja, um eine ganzheitliche Therapie erstellen zu können. Natürlich ist bei Ihnen auch das Blutbild ein Thema. Also Sie nehmen natürlich auch das Blut ab und man sieht ja schon auch im Blut, wie ist die Farbe des Blutes, wie schnell läuft es aus den Venen raus. Das sind ja alles so Dinge, wo man schon als erfahrener Arzt schon sagen kann, da ist vielleicht die Harnsäure zu hoch oder was auch immer. Also das Blutbild, glaube ich, ist unerlässlich. Oder? Ist unerlässlich in der modernen Medizin. Die Entwicklung in der auch Laboratoriumsmedizin ist in den letzten Jahren wahnsinnig vorangeschritten. Also man hat da ganz tolle Möglichkeiten, noch genauer nachzuschauen. Man hat Möglichkeiten, eben Defizite, Mineralstoffe, Vitamine eben auszugleichen. Wir gehen dahin, dass wir sagen, wir machen keine Schrotschusstherapie. Wir messen wirklich, wo sind Mangelzustände, gleichen die eben aus. Und es ist ganz toll für einen Patienten zu sehen, der eben kommt mit erhöhten Harnsäurewerten, mit erhöhten Cholesterin, mit vielleicht einer Fettleber schon festgestellt im Ultraschall, wenn der dann nach 3-4 Monaten mit so einem tollen Ernährungskonzept eben sieht, meine Werte sind wieder normal. Das ist wirklich für den Patienten ganz toll, weil er sich selber auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, ich habe das geschafft und nicht immer nur wir. Ja. Jetzt haben Sie natürlich hier tolle Kollegen, allen voran natürlich Lutz Banasch, Immunologe. Wie arbeitet ihr so zusammen in der Praxis? Ich meine, wann kommt jetzt der Patient zu Ihnen? Kommt er zuerst zu Ihnen oder kommt er zuerst, wenn er schon irgendwie wirklich auch eine schwerere Erkrankung hat? Wie geht das? Sehr gute Frage. Ja, also wir schauen uns den Patienten ja immer ganzheitlich an, besprechen dann auch die Patienten eben, um diese Synergieeffekte des Immunologen, des naturheilkundlichen Darmspezialisten mit reinzunehmen. Wir sprechen dann mit dem Patienten die verschiedenen Therapiemöglichkeiten, aber in Bezug auf die Immunologie, man sagt ja 70% des Immunsystems sitzen im Darm, ist es ein sehr gutes Konzept und eigentlich unabdingbar in der modernen Medizin, dass man diese Effekte kombiniert. Ja. Nun, der Darm ist ja erst einmal so ein ruhiger Zeitgenosse, aber er meldet sich. Also er meldet sich auch manchmal gerade sehr spät. Also wenn man mal so Bauchgurgeln hat, dann merkt man schon, es könnte der Darm sein. Aber der Dünndarm ist ja auch etwas, wo man schon merkt, da wird man nervös. Der ganze Stuhlgang ist durcheinander. Man merkt einfach, irgendwas stimmt nicht. Ja? Was kann der Darm alles für Erkrankungen machen? Was kann der alles machen? Also völlig richtig. Das Problem ist eben, dass man Akkumulationseffekte hat. Die ersten paar Jahre kann man das noch relativ gut kaschieren. Der Körper hat ja eine wahnsinnig gute Fähigkeit, sich anzupassen, zu adaptieren. Und irgendwann schlägt es dann eben durch. Man weiß mittlerweile heute, dass gar nicht so das Gehirn den Darm steuert, sondern 70-80% der Fasern laufen vom Darm zum Hirn. Man spricht da von der Darm-Hirn-Achse und weiß eben, dass die Vielzahl der Darmbakterien, das Mikrobiom, was man in den letzten Jahren wahnsinnig erforscht hat, bestimmt, ob wir übergewichtig sind, bestimmt, ob wir depressiv sind, bestimmt, ob wir uns gut fühlen und natürlich auch wahnsinnig viele Erkrankungen des entzündlichen Formenkreises, also Rheuma oder Gelenkserkrankungen anderer Art oder entzündliche Darmerkrankungen sind natürlich auch alle stark ernährungsabhängig und da setzen wir an.
Der Darm ist ja auch so ein Warnsystem. Also man sagt immer, ja, also irgendwie spürt er was im Bauch, aber der Darm ist ja schneller wie der Kopf. Also der ist wirklich schneller wie der Kopf, man glaubt es nicht. Aber der Darm ist natürlich auch, sagen wir mal, anfällig für Stress. Und natürlich auch, wenn man mal Ruhe gibt, dann merkt man einfach, man schläft besser oder was auch immer. Ja? Welche Signale gibt denn der Darm? Also genau wie Sie sagen, der Darm ist das Frühwarnsystem des Körpers, des Organismus, hat ja auch eine zentrale Rolle. In der heutigen Zeit verlernen wir halt oft diese Signale oft zu hören und merken es dann, wenn es wirklich zu spät sind. Also Frühwarnsignale wären eben der schlechte Schlaf oder Bauchschmerzen oder Verdauungsstörungen, ein Ziehen, aufgebläht sein nach dem Essen. Zum Beispiel und natürlich dann auch gravierendere schulmedizinische Punkte oder Symptome wie zum Beispiel Durchfälle, die nicht aufhören, obwohl die Diagnostik nichts zeigt oder auch Blut im Stuhl. Mhm. Solchen harten Symptomen soll man natürlich dann dringend nachschauen. Ja. Der Darm ist natürlich auch dankbar für Bewegung. Also wenn man wirklich auch sich bewegt, wenn man wirklich mal sagt, ich nehme jetzt, also ich mache das zum Beispiel, ich habe meine Akademie im dritten Stock, ich gehe einfach die Treppe rauf und gehe sie runter. Auch Bewegung ist wichtig, also für die ganze Darmflora. Absolut, völlig richtig. Sie sind ja wirklich ein Musterbeispiel. Das ist richtig. Das Problem ist oft, dass die Patienten sich falsch bewegen oder zu intensiv bewegen. Also, dass sie meinen, sie müssen jetzt mit der Hauruck-Methode da irgendwie wahnsinnig wieder ein Training anfangen. Und da kann man sehr gut eben anhand von Messungen sehen, was der optimale Trainingspuls wäre. Es ist ja nicht jeder so fit wie Sie und kann da richtig voll in die Vollen gehen. Und deswegen schauen wir, was der ideale Trainingspuls ist und geben den Patienten dann auch ein Sportprogramm mit an die Hand. Das ist sehr wichtig, absolut. Herr Dr. Schwarzl, jetzt würde ich gerne mal wirklich durchgehen, was so eine FX-Meyer-Medizin alles bewerkstelligen kann und wie gut sie ist eben einfach für unsere Gesundheit. Das machen wir. Gerne, ja. Ja, liebe Zuschauer, jetzt bin ich verkabelt. Jetzt gibt es die Bioimpedanzmessung. Herr Doktor, was ist das genau? Also ganz, ganz wichtig, wenn man irgendwas verändern will, ist ja, dass man erstmal sich die Grundlagen anschaut. Das ist ja, wie vorher schon gesagt, bei Ihnen wirklich Lehrbuch. Also wir haben Sie jetzt mal angehängt und sehen eben, wie bei Ihnen die Körperzusammensetzung ist. Muskulatur, Wasser, Fett und vor allem, wie der Stoffwechsel ist. Genau auf die Kilokalorien. Auch Body-Index kommt auch raus. Genau, Body-Mass-Index kommt auch raus. Der ist aber relativ ungenau. Also wenn wir jetzt hier bei Ihnen zum Beispiel schauen, sehen wir, dass Sie wahnsinnig gute Muskelwerte haben. Also da sind Sie in Bereichen, wie es ein 40-, 45-Jähriger oft gerne hätte. Und mit dem Fett, also traumhaft. Sie sind vom Körperfett knallhart an der unteren Grenze. Sie haben ja gerade die Kur gemacht und das ist wirklich schon sehr, sehr gut austariert. Diese Messung hilft uns immer dann zu schauen, jetzt rein aufs Kilokalorische, wie man Patienten eben idealerweise einstellen. Also das ist im Grunde schon etwas, was jeder machen sollte. Ja. Weil da kann man sehen, also Fett ist natürlich gut, man darf nicht zu wenig haben, aber man muss halt auch Muskelmasse anschauen. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig und natürlich auch Wasser. Wie viel Wasser man im Körper hat. Und absolut, vor allem wo es Wasser sitzt. Sie haben die Fette angesprochen, die sind ja oft verteufelt gewesen die letzten Jahre. Aber wir sagen, gerade die guten Fette sind sehr, sehr wichtig. Wir haben viele Frauen, die eben zum Beispiel Kinderwunsch haben, keine Kinder bekommen, weil die von den guten Fetten zu wenig sind. Und wir wissen ja, dass viele Hormone aus Fetten synthetisiert werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt, Sie sind Allgemeinmediziner. Was fällt da alles jetzt rein bei FX-Meyer? Also bei FX-Meyer fällt rein die Ganzheitlichkeit eben des Patienten, dass wir Patienten behandeln können mit Hautproblemen, Patienten mit Verdauungsproblemen, Patienten mit Schmerzsyndromen, Patienten mit Stoffwechselstörungen, Bluthochdruck, metabolisches Syndrom, Übergewicht logischerweise. Wunderbar. Also wie lange dauert sowas? 2 Minuten, oder? Sind wir durch? Ja, 5 Minuten, wir sind fertig, würden rübergehen und das Innenbauch noch anschauen. Und Sie würden sagen, das ist okay, oder? Es ist Lehrbuch, ja. Okay, wunderbar. Das baut mich auf. Ich kann jetzt sagen, you made my day. Okay, alles klar. Dann gehen wir rüber. Ja. Ja, Dr. Schwarzl, meine Großmutter sagte immer, der Mensch ist das, was er ist.
Absolut richtig, ja. Also ich habe mich auch lange gesträubt, auf das zu hören, was meine Mutter oder meine Großmutter gesagt hat. Aber es kommt natürlich immer mehr und das ist absolut richtig. Wir gehen heutzutage davon aus, dass 50-80% der Erkrankungen ernährungsbedingt sind. Das heißt, wir essen nicht nur verkehrt manchmal, sondern wir essen auch zu schnell. Wir essen zu schnell, wir essen verkehrt und wir essen vor allem von den falschen Sachen zu viel. Wir sind momentan in einem glykotoxischen Zeitalter. Das heißt einfach, die Kohlenhydrate und die Zuckerzufuhr ist wahnsinnig zu viel. Sie haben vor 50 Jahren noch einen Jahresbedarf von Zucker gehabt von 500 Gramm. Mittlerweile sind wir beim Durchschnittsdeutschen bei 30 Kilo. Und vor allen Dingen, es sind ja, Wahnsinn, es sind ja im Grunde versteckte Zucker in gewissen Speisen. Das ist genau der Punkt. Sie haben es erkannt. Wenn man aber als nicht so gut informierter Patient wie Sie draufschaut und liest, da ist gesüßt mit Fruktose, hört sich es im ersten Moment mal gut an, weil man denkt, das ist der Fruchtzucker. Aber die Fruktose haben wir in wahnsinnig vielen Mengen eben überall drin. Und es ist im Grunde genommen chemisch gesehen auch doch wieder nur ein Zucker. Ja. Und es ist ja auch so, dieser mal schnell so frühstücken O-Saft. Also da ist ja Megazucker drin. Ja. Absolut. Also das ist ja eine Bombe. Ja, absolut. Ja. Da hilft es immer ganz gut, wenn man sich mal anschaut, wie viele Zuckerwürfel in den verschiedenen Sachen drin sind. Und genau wie Sie sagen, im Orangensaft ist eben nochmal zusätzlich Zucker mit drin. Und das sind wahnsinnige Zuckermengen. Gehen wir doch mal ein bisschen das durch. Also was empfiehlt jetzt so ein Top-Mediziner wie Sie? Wie sollte man sich denn ernähren? Also, wir gehen ja in der neuen Medizin oder der modernen Medizin grundsätzlich dahin, die Sachen noch individueller zu machen. Man neigt natürlich dazu, jeden Patienten gerne aus Einfachheitsgründen über einen Kamm zu scheren, aber wir machen es höchst individuell und können eben in dieser ambulanten Form genau schauen, was hat der Patient für ein Arbeitsumfeld, wie arbeitet er, wann muss er essen, hat er Abendessen mit der Familie und können das dann ganz gezielt individuell für diesen Patienten erstellen. Es ist ja so, viele Manager, die gehen natürlich, wenn sie nachts um 10 oder nach Hause kommen, dann gehen die an die Kühlschranktür und machen nochmal auf und dann mal schnell irgendwie so Wurst oder eben einfach mal irgendwie schnell mal oder Käse rein. Und dann ist ja der Darm aber mega gefordert auch. Ja? Also absolut. Ist, der arbeitet dann und dann wacht man nicht oder eben einfach nur sagen, jetzt brauche ich nochmal 2 Schoppen Rotwein. Und dann arbeitet ja die Leber. Die kommt ja so immer so zwischen 2 und 3 Uhr absolut, morgens. Da absolut. Ist die richtig wach. Ja, ja? Das Problem ist, wenn dieser Patient jetzt zum Beispiel keine entzündliche Erkrankung hat, wäre es gar nicht so schlimm, wenn er an die Wurst geht. Das Problem bei der Wurst ist, wir haben doch bis zu 50% Fett drinnen und gerade diese Arachidonsäure aus den tierischen Fetten weiß man heutzutage, dass die Entzündungsprozesse aufrechterhält. Wenn Sie eine Ibuprofen nehmen, ist es ja auch nichts anderes. Diese Ibuprofen hemmt gezielt die Zyklooxygenase und wenn Sie jetzt als Patient mit einer chronisch entzündlichen Krankheit abends zu viel Wurst essen, ist es eine Katastrophe. Wenn Sie Pech haben, Ihre Frau hat einen grünen Smoothie gemacht, der noch im Kühlschrank steht, Sie gehen hin als Topmanager, hauen den runter, ohne einzuspeicheln, ist natürlich eine Katastrophe. Ja. Wir sind ja keine Kuh. Die Kuh würde das vertragen. Die Kuh ist aber ein bisschen cleverer. Die macht Folgendes, die kaut es wieder. Also die kaut ja ewig. Richtig, genau. Ja, ja. Und die macht nicht so wahnsinnige Rohkostmengen eben abends. Wir wissen heute, dass man große Mengen an Rohkost nicht nach 16 Uhr konsumieren sollte. Also auch nicht so Salate oder so. Man denkt, absolut. Ja, ein bisschen abnehmen, so ein bisschen grünen Salat. Oder das ist genau das Problem von den Mädels. Ich sehe es immer in den Restaurants, die hauen sich da die Portionen Salat rein. Ja. Aus Kilokaloriengründen ist natürlich eine Katastrophe. Besser wäre ein bisschen gedünstetes Gemüse, ein bisschen Fisch wäre ideal in dem Fall. Was ist denn so richtig No-Gos für den Darm? Also der Darm ist ja, wie gesagt, manchmal wirklich, der kriegt ja manchmal wirklich fast Wackersteine runter. Was ist denn so ein No-Go? Also No-Go, wie wir es gerade hatten, eben zu viel Rohkost zur falschen Zeit, eben nach 16, 17 Uhr. Und ein Riesenproblem in der heutigen Zeit ist eben das zu schnelle Essen. Es gibt alles To-Go. Ist natürlich aus ökologischer Sicht auch eine riesen Umweltbelastung mit diesen ganzen Plastikbechern, aber auch für den Darm eine wahnsinnige Belastung. Sie sehen heute die Leute in der U-Bahn essen, hier mal schnell einen Snack, da mal schnell einen Snack. Es wird runtergeschlungen, wird nicht gescheit eingespeichelt. Wir wissen heute, dass im Speichel 30, 40 wichtige Enzyme eben arbeiten, die schon die Vorverdauung machen. Also das wären so ein paar Punkte, die katastrophal sind. Jetzt hat natürlich auch die moderne FX-Meyer-Medizin hat natürlich schon auch Vorteile. Man kann also wirklich, wirklich wunderbar auch abnehmen. Also wenn man mal so eine Kur macht oder wenn man wirklich mal sagt, jetzt ernähre ich mich mal anders, schwuppdiwupp, irgendwann sind so im Monat 2-3 Kilo runter und man hat dann auch Freude dran, denn man merkt es ja, das Herz muss nicht mehr so viel arbeiten und so weiter. Wie wichtig ist denn, sagen wir mal, diese Gewichtskontrolle, dass man einfach mal sagt, also ich sage immer, 1 Kilo ist jetzt nicht schlimm,
Aber ein Kilo pro Jahr sind in 20 Jahren 20 Kilo. Absolut. Also das ist ja die Addition. Genau erkannt. Das ist genau der Punkt. Also viele Patienten kontaktieren uns ja mit dem Ziel der Gewichtsabnahme. Für uns ist es ein super angenehmer Nebeneffekt, weil man es eben richtig macht. Also die Patienten werden richtig ausgemessen. Man macht nicht zu wenig kilokalorisch Menge an Essen. Man macht nicht zu viel. Deswegen kann man in einem 2-3-Wochen-Programm sehr gut 5, 6, 7 Kilo eben abnehmen. Und das Ziel wäre ja einmal im Jahr oder alle 2 Jahre eine Phase dieser Kalorienrestriktion zu machen. Gibt es die neuesten Studien, die eben sagen, das kann auch Tumorerkrankungen abhalten, das kann Diabetes abhalten, das kann schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen abhalten, hat da sehr gute Effekte. Und das sind die Killer in der heutigen Zeit. Daran stirbt man. Ja, und natürlich auch logischerweise an Infarkten. Es gibt zum Beispiel, wissen Sie sicherlich als Arzt, also derzeit sind in etwa 300.000 Menschen, sterben einfach am Sekundenherztod. Also unsere Stiftung, die Herz-für-Herz-Stiftung, hat sich jetzt eine Kampagne vorgenommen, wo wir einfach mal sagen, Freunde, Leute, passt auf, das Herz schmerzt. Das sind alles Patienten, die nie irgendwie Herzprobleme hatten, aber so Udo Jürgens oder Bernd Eichinger, tolle Leute mitten ja, auf der Straße oder im Restaurant, das war's dann. Auch das Herz ist dankbar für FX Meyer. Absolut, da muss man sich nur die Statistik und die Zahlen anschauen von unseren Freunden aus der Diabetologie oder aus der Kardiologie. Die sagen ganz klar, ganz knallhart, evidence-based bewiesen, ein Bauchumfang über 100 cm hat ein 3- bis 4-fach höheres Risiko für einen Herzinfarkt, Schlaganfall. Typischerweise ein Patient, der zu uns kommt, hat einen Bauchumfang 105, 107. Das kann man ganz einfach zu Hause nachmessen. Es ist keiner unter oder fast keiner außer Ihnen unter 100 cm nach 2-3 Wochen bringen wir die Leute eben von diesem gefährlichen Bauchfett weg. Die kommen von 105, 107 cm auf 8, 97 cm und haben erwiesenermaßen ein 3- bis 4-fach geringeres Risiko rein in Bezug auf diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Nun kommen ja zu Ihnen, Dr. Schwarzl, zu Ihnen kommen ja auch, sagen wir mal, sehr intelligente Patienten, die einfach das schon verstehen, dass sie eben einfach fettleibig sind oder einfach zu viel auf den Rippen haben. Aber wie kriegen Sie denn die Psyche dahin? Man kann nicht sagen, wissen Sie, Sie müssen abnehmen, sagt er, also da muss ich zu Ihnen gehen, das weiß ich selber. Aber was kann man denn da für Motivationswerkzeuge ansetzen, dass der Patient sagt, also so hat es mir noch nie einer erklärt, ein Arzt, ja, wie machen Sie das? Sie haben es genau richtig erkannt, das ist essentiell, da durfte ich mir durch ein paar Sendungen von Ihnen auch sehr viel abschauen, Sie sind ja der Motivationsguru, also es ist absolut wichtig, dass man Patienten da abholt, wo er ist, dass man es einem sehr intelligenten Patienten oder auch einem normal intelligenten Patienten erklärt, dass er es versteht und dann eben das einbastelt in seinen Alltag. Das Problem ist immer ein bisschen der Alltag, aber wenn man es schafft, den Alltag mit kleinen Schritten umzuändern und dem Patienten dann die Fortschritte präsentiert, dann macht es meistens Klick und hat es verstanden. Ja. Jetzt gibt es ja auch viele Menschen, die sind Stressesser oder Stresstrinker. Einfach sagen, verständlich, wenn ich jetzt einfach mir, sagen wir mal, 3 Viertel Wein gebe, ja, dann bin ich einfach in der Balance. Ja. Aber à la longue ist es ja auch nicht die Lösung. Ja. Wie wichtig ist auch, dass man mit dem Patienten dann auch mal spricht, dass man mal sagt, erklären Sie mir doch mal, wie ist es denn, wie geht es denn Ihnen und wie ist denn Ihre familiäre Situation? Mit einem Arzt kann man ja im Grunde schon auch alles besprechen, wenn der Arzt im Grunde auch menschliche Öffnungsventile also auslöst. Absolut, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Spezialisten aus der Psychosomatik, das sind die Ärzte, die eben schauen, was für Auswirkungen die Psyche auf den Körper haben da sehr, sehr gute Erfolge und das machen wir natürlich auch. Wir schauen immer ganzheitlich, heißt ja auch, wie ist die Psyche des Menschen. Man sagt ja auch, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, das ist essentiell, Patienten da eben auch abzuholen, das mit reinzunehmen. Ja. Jetzt kann ich das sagen, ich war jetzt gerade in so einer FX Meyer-Kur wieder in Tirol. Also da merkt man dann schon, wie die Energie richtig kommt. Also, und Leben ist ja Energie. Absolut. Also solange man die Energie spürt und manchmal sagen Menschen, Mensch, also Sie sagen wahnsinnige Energie, aber es ist halt so, ja. Und manche Menschen sind müde und merken es gar nicht. Absolut. Die sind über 20 Jahre müde und könnten sogar
irgendwann mal spüren, Mensch, diese Müdigkeit kann man ja wegbringen mit eben Ernährung, mit Bewegung, mit den richtigen Ärzten. Also das ist ja auch etwas, was man ja mal entdecken kann an sich selbst. Absolut. Wir haben viele Patienten, 50, 55, 60 Jahre alt, die sagen, also ich habe das jetzt umgestellt, habe eine Therapie gemacht. Ich bin bei mir in der Firma fitter als die 30-jährigen Kollegen, die hängen immer eben durch. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man auch mal sieht, mit dieser Reduktion, wie wenig man eigentlich zum Essen braucht. Also wir essen viel zu viel einfach und das als Kontrast mal ist eine ganz tolle Erfahrung. Und man hat ja dann eben auch die Effekte, dass sie nach 3, 4, 5 Tagen wie ein Ultramarathonläufer Endorphine ausschütten, Glückshormone ausschütten und das ist wegen dieses bekannte Fastenhoch, wo man dann sehr von zehrt. Ja, diese Broschüre, die ich zuerst in die Kamera hielt, hat auch was Schönes drin. Da heißt es, Diagnostik ist die Kunst, das Kranke vom Gesunden, das Gesunde vom Kranken wohlbegründet zu unterscheiden. Was für ein toller Satz von FX Meyer, oder? Absolut. Und das ist auch genau der Punkt. Also man muss wirklich da ansetzen, man muss sich den Patienten anschauen, man muss auf den Bauch drauf gucken. Und das ist eben das Tolle in der Meyer-Medizin, dass man lernt, einen Patienten ganzheitlich anzuschauen und hat deswegen sehr, sehr gute Erfolge. Jetzt gibt es ja auch wie es hier steht, eine kausale Therapie zur Stärkung der körpereigenen Selbstheilungskräfte. Der Körper hat ja, der ist ja auch so dankbar. Also der ist dankbar, wenn man eben mal abnimmt und sagt, Mensch, jetzt gehe ich da die Treppen hoch oder mein Atem ist also einfach nicht mehr so schnell gleich auf 100. Das sind ja auch so Selbstheilungskräfte, die durch den Körper dann eben dankbar entstehen. Absolut. In der letzten Zeit war ja sehr groß der Fokus eben auf die Genetik, auf Genanalysen, so als die modernen Tools eben in der Labordiagnostik. Wir wissen, dass gar nicht so die Genetik, die man mitbekommt, so essentiell ist, sondern wir sprechen da von der Epigenetik. Also das heißt, welche Gene zu welcher Zeit eben angeschaltet sind oder abgeschaltet sind. Und in so Phasen von Kalorienrestriktion weiß man eben, dass sehr, sehr viele regenerative Gene angeschaltet werden und eben, wie Sie sagen, die Selbstheilung aktiviert wird, absolut. Jetzt haben wir hier die 4S, das Therapiekonzept Schonung. Was meint da der selige FX Meyer? Also die Schonung ist zum einen natürlich, wie man denken könnte, nicht nur das Körperliche, sondern eben die Schonung für den Darm, dass man eben nicht wahnsinnige Mengen an Kohlenhydraten, an Zucker, an Rohkost zur falschen Zeit runterschaufelt, sondern dass der Darm mal die Bestandteile, die er bekommt, gut gekaut, gut vorverdaut, eben komplett resorbieren kann, dass sich die Dünndarmzellen, die Enterozyten mal erholen können. Also die schicken wir in Urlaub. Es ist quasi eine Reha für Ihren Darm. Sie haben natürlich da vermutlich auch homöopathische Medikamente, die Sie verordnen. Also wir haben den Riesenvorteil, dass wir eben alle Therapiekonzepte, die uns zur Verfügung stehen, ausnutzen. Es wäre auch fahrlässig, da irgendwas rauszulassen. Also wir nehmen natürlich die Phytotherapie mit rein. Natürlich nehmen wir auch die Schulmedizin rein. Haben aber eben die Erfahrung gemacht, dass man mit der unterstützenden Phytotherapie viel weniger die pflanzlichen Heilstoffe aus der Pflanzenheilkunde, dass man viel weniger schulmedizinische Medikamente braucht. Die Patienten brauchen weniger Schmerzmittel, haben weniger Nebenwirkungen aufgrund von diesen wenigeren Schmerzmitteln. Und deswegen nehmen wir ganz, ganz viele Bausteine eben mit rein und erstellen ein multifaktorielles Therapiekonzept. Wir sprechen da von der integrativen Medizin, also so viel Naturheilkunde, so viel Meiermedizin wie möglich, so wenig Schulmedizin wie absolut nötig. Jetzt gibt es ja so die Koloskopie, also Darmwäsche, da gibt es ja gespaltene Meinungen. Die einen Ärzte sagen, ja, das ist gut, andere sagen, ja, da werden also sehr viele Stoffe dann eben einfach rausgespült. Wie stehen Sie da dazu? Also die Koloskopie selber als diagnostisches Tool, als Darmspiegelung, was unsere gastroenterologischen Kollegen machen, absolut wichtig in der Vordiagnostik. Wir filtern ganz, ganz viele Patienten eben raus, die wir nochmal schicken zum Darmspiegeln, wo dann doch gravierende schulmedizinische Punkte eben zum Vorschein kommen, auch in der Tumorvorsorge ein essentielles Tool. Die Hydrokolontherapie, also die Darmspülung,
Kühlung eben ist früher in der Naturheilkunde eigentlich bei jedem angewendet worden, nach dem Motto, hilft's nichts, schadet's nichts, aber muss da ganz, ganz gezielt das einsetzen. Es gibt ein paar wenige Indikationen, wo es eben eine sinnvolle Sache ist, gerade bei Patientinnen mit einem sehr, sehr atonen Darm, mit schwersten Verstopfungen ist es ein gutes unterstützendes Verfahren, um eben da wieder ein bisschen Dynamik reinzubekommen. Aber wir arbeiten ja mit einer geringen Menge von einem täglichen Abführmittel, das Blaubeer, das Bittersalz, und haben da dadurch, dass es auf den ganzen Darm wirkt, bessere Ergebnisse. Also das heißt, der Darm wird dann entgiftet quasi. Absolut. Also man merkt das ja zum Beispiel bei, also ich trinke jetzt seit Jahren keinen Kaffee mehr, aber bei so starken Kaffeetrinkern, wenn die dann entgiftet werden, also war jetzt auch bei mir ein paar Kollegen in der Kur, die werden dann wahnsinnig, die kriegen dann Kopfschmerzen, Entzugserscheinungen, was aber auch gut ist, weil da merkt man einfach, das Gift geht aus dem Körper raus. Absolut, wir haben in Bezug auf den Kaffee das Problem, dass man einen Gewöhnungseffekt hat. Der Körper gewöhnt sich relativ schnell an die Koffeindosen. So eine kleine Droge, gell? Es ist eine kleine Droge, ja, ja klar. Ja. Man sagt ja in der Medizin auch, es ist die Dosis das Gift. Ja. Wenn Sie 40 Tassen Kaffee trinken in einer Stunde, sind Sie auch tot, aber drei Tassen am Tag ist absolut gesundheitsförderlich. Ja. Es geht immer um die Dosis, nicht um die Substanz. Und die Patienten haben eben durch diese Gewöhnung eine Hochregulierung der Rezeptoren. Sie bilden mehr Koffeinrezeptoren an, die natürlich dann schreien nach dem Koffein, wenn sie es absetzen. Aber genau wie Sie sagen, wenn Sie mal 3-4 Tage das überstehen, werden die Rezeptoren wieder runtergeregelt und man benötigt im Alltag eine kleinere Menge. Das ist das Tolle. Ist so. Wie ist es mit dem Alkohol? Ist im Endeffekt genau das Gleiche, genau, absolut. Ja. Was sagt denn jetzt so ein so FX-Meyer-Arzt zum Thema Rauchen? Also, hier genau das gleiche Problem wieder, die Dosis ist das Gift. Wir sagen unseren Patienten immer, rauchen möglichst gar nicht. Wenn Patienten jetzt genussmäßig mal eine Zigarette oder mal eine Zigarre machen, dann ist es so, dass es der gesunde Körper sehr, sehr gut eben abpuffern kann. Jetzt komme ich nochmal zu einem Thema, das also ganz, ganz wichtig ist. Ich war mal vor kurzem beim Kollegen von Ihnen, haben ja auch eine Sendung gemacht, toller Arzt in der Osteopathie. Und irgendwie sagte ich zu dem, Sie, Herr Professor, also ich habe zwar ein gutes Blutbild, aber irgendwas, was können Sie denn mit mir noch machen? Da sagt er, aber Sie sind gesund, also was soll ich mit Ihnen machen? Aber irgendwas fällt Ihnen doch ein. Sagt er, ja, wir könnten höchstens mal so einen Glutentest machen. Und tatsächlich hatte ich eine Glutenallergie, aber eine richtig bombige. Und seit einem Jahr lebe ich glutenfrei und das tut mir sowas von gut. Diese ganzen Allergien oder diese Unverträglichkeiten, das ist ja auch ein Thema in der Meyer-Medizin. Absolut, das ist ein ganz, ganz essentieller Punkt. Man hat ja heutzutage das Gefühl, man muss in der Apotheke einkaufen, wenn man für Freunde kocht. Der eine hat Sorbit, der andere Histamin, der dritte Fructoseintoleranz. Das ist ganz schwierig. Die Patienten sind sehr verunsichert, sehr verwirrt, wird natürlich viel gefährliches Halbwissen verbreitet. Man muss gerade beim Gluten differenzieren zwischen einer echten Glutenallergie. Das kennen die Schulmediziner unter einer Zöliakie. Das sind schwere oder schwerste Krankheitsbilder, ähnlich einer Rachitis, wo kleine Kinder schwere Entwicklungsstörungen haben, aufgrund von einer Atrophie der Zotten im Darm, wo sich wirklich die Zotten zurück... Also im Dünndarm ist das meistens. Im Dünndarm, absolut. Das stellen die Kollegen dann immer fest mit einer Dünndarm-Biopsie, wo man es histologisch eben nachweisen kann. Heutzutage ist ein bisschen das Problem, dass leider aufgrund von Optimierungsprozessen immer mehr Gluten drinnen ist in der Nahrung, in den Nahrungsmitteln. Das hat Effekte auf die Backtriebfähigkeit von Teig und von Brot. Und es ist nicht so, dass wir empfindlicher werden, sondern einfach die Menge an Gluten ist zu viel. Viel größer. Und Gluten macht natürlich auch müde. Absolut. Also wenn man so eine Semmel isst und dann merkt man richtig so, da kommt die richtige... Es gibt, Müdigkeit. Absolut, es gibt Untersuchungen, das kann man wirklich messen, leistungsphysiologisch ist absolut richtig. Ja. Ja. Jetzt komme ich noch zu einem Punkt, wie Sie da als FX-Meyer-Arzt stehen, das Thema Vitamine. Also da gibt es ja, also in den USA, da hauen sich die, da gibt es ja ganze Regale, hunderte von Metern, alle für alles ist das. Wie stehen Sie dazu? Also die B-Vitamine oder so. Also das kann ja auch irgendwie gefährlich sein, wenn man da zu viel macht oder eben einfach denkt, na, ich nehme einfach mal was und da noch was und da noch was. Und
Stimmt, genau. Also wir sagen, dass das absolut wichtig ist. Es gibt Untersuchungen, gerade im Bezug auf, zum Beispiel aufs Immunsystem, wenn Patienten einen echten Vitamin-D-Mangel haben, haben sie 30% mehr Infekte, denen sie nicht haben, wenn die Vitamine aufgespeichert sind. Ganz wichtig ist, dass man die Vitamine misst und dann nach der Messung eben auffüllt. Der eine braucht ein bisschen mehr von der Dosis, der andere braucht ein bisschen weniger. Und wir wissen heutzutage, dass eben auch, wenn die Spiegel an Vitaminen überschritten werden, die Wirkungen eher schädlich sind, eher toxisch sind. Das sind die Studien, die gemacht wurden, eben mit Rauchern, denen man ACE-Vitamine gegeben hat, wo man gesehen hat, die haben dann doch trotz dieser Vitamine eine höhere Sterblichkeit. Neben den Vitaminen sind ja auch noch die sekundären Pflanzenstoffe, die Polyphenole essentiell. Es sind also gar nicht immer nur so die Vitamine, sondern das Zusammenspiel an sekundären Pflanzenstoffen, an Vitaminen, da hat man in den letzten Jahren sehr, sehr viel Forschung gemacht, ist ein wichtiges Thema, aber wie gesagt, nicht mit der großen, mit dem großen Schubkarre einfach reinkippen, sondern gemessen. Jetzt gibt es in Deutschland eine sehr gefährliche Entwicklung, und zwar Adipositas. Also wirklich ganz übergewichtige, auch Kinder zum großen Teil schon, die eben einfach übergewichtig sind und dann irgendwo in ein mega Übergewicht reinlaufen, wo man dann sagt, also da hilft auch FX Meyer nicht mehr, da muss man dann wirklich Magenverkleinerung machen. Was kann man denn warnend zu dieser Entwicklung sagen als Arzt? Stimmt, das ist ein Riesenproblem in der heutigen Welt. Wir hatten ja vorher schon das Thema mit dem glukotoxischen Zeitalter, also sprich zu viele Zucker, zu viele Kohlenhydrate. Und das ist ganz interessant, wenn Sie sich die Studien anschauen, dann haben Sie viel, viel mehr Jugendliche, junge Menschen, die eigentlich diesen Altersdiabetes entwickeln. Wir sprechen da vom Typ-2-Diabetes. Altersdiabetes, der in späten Jahren kommt, wird immer früher, kommt immer früher, ist ein Riesenproblem. Und da denke ich, sollte man schon in der Schule anfangen, das mit in den Lehrplan mit einzunehmen, Lehrküchen mit reinzunehmen. Da gibt es sehr, sehr gute Modelle, die sehr, sehr gut funktionieren. Jetzt das Thema, was ja auch immer wieder kommt, Blutdruck ist ja auch so eine schleichende Geschichte, man spürt es nicht. Und wir haben natürlich viele, viele Infarkte, wir haben natürlich auch Schlaganfälle. Das ist einfach dann, wenn man es lange nicht spürt, da ist ja auch diese Medizin, die Sie machen, ist ja da auch sehr interessant. Also wenn man eben auch Gewicht reduziert, kann man schon auch eine Blutdruckreduktion damit erreichen. Die können wir sehr gut erreichen. Das Problem ist ein bisschen, der Patient, der energiegeladen ist, der unter Dampf steht, wenn Sie dem den Blutdruck senken, der ist Ihnen erstmal sauer, weil Sie ihm die Leistung wegnehmen. Der hat keine Leistung mehr, der steht nicht so unter Druck, ist nicht mehr so leistungsfähig. Aber wenn Sie es ihm dann eben erklären, funktioniert es ganz gut. Und wir sagen, so mit 5 Kilo Gewichtsreduktion kann man meistens die Blutdruckmedikation schon auf die Hälfte setzen. Typischerweise kommen ja Patienten zu uns mit 2-3 Medikamenten schon im Alter von 45, 50 Jahren. Und da kann man eben mit einer Ernährungsumstellung mindestens 2/3 der Medikamente deutlich reduzieren. Wie wichtig ist da, dass Sie als Arzt auch immer wieder Follow-up machen? Weil es gibt ja Menschen, die sagen, naja, jetzt mache ich heute mal wieder eine kleine Diätunterbrechung. Jetzt haue ich mir halt mal wieder einen warmen Leberkäse rein. Das ist ja nicht gut. Der Körper ist ja sofort im Jojo-Effekt wieder drin, ja? Wie wichtig ist da der Arzt, der auch motiviert und sagt, toll? Und genau, ist ganz wichtig. Ich meine, Sie kennen es von Ihrem Auto, da blinkt die Anzeige dann auf, da steht da drauf Service, dann fahren Sie halt hin, weil man sonst Angst hat, dass man irgendwo stehen bleibt. Das gibt es ja leider beim Körper nicht, aber gerade wir machen ja auch sehr viel Präventivmedizin, da kann man einen Riesenteil an möglichen Krankheiten früh erkennen und eben gegenregulieren, ist sehr wichtig. Sie sind jetzt der neue Partner hier in der Praxis. Wie wird denn diese heilende Medizin, wie wird denn die angenommen von den Menschen? Also es wird sehr gut angenommen. Ich bin natürlich auch froh, dass ich in so einem super Team sein darf, weil sich es perfekt ergänzt. Und es ist einfach toll, wenn man nach einem halben Jahr Briefe bekommt von Patienten, die eben sagen, ich bin so dankbar, ich habe keine Schmerzen mehr. Wenn ältere Damen sagen, ich kann mein Enkelkind wieder auf den Arm nehmen, was ich vorher nicht konnte. Ich kann eben wieder 2 Stockwerke laufen, ohne gleich aus der Atmung zu sein. Ich kann wieder längere Spaziergänge machen. Also das ist das, warum wir auch Arzt geworden sind, um Menschen bestmöglich helfen zu können. Und vor allen Dingen so eine FX-Meyer-Medizin, also das habe ich bei mir gemerkt, also irgendwann bin ich so wie ein kleines Kind so gehüpft und gepfiffen auf der Straße. Man ist auch besser drauf. Also auch die Psyche wird dadurch gereinigt.
Absolut. Wir wissen heutzutage, dass zum Beispiel Depressionen auch kommen können von Unverträglichkeit auf Fruchtzucker. Also Patienten, die zu viel Obst essen zum Beispiel, können depressive Verstimmungen entwickeln. Und eben auch, du bist, was du isst, das ist genau der Punkt. Und da sind Sie ja ein super Beispiel. Dankeschön. Jetzt, wann merkt der Mensch, dass er richtig gesund ist? Weil manche Menschen denken, sie sind gesund, aber sind sie ja gar nicht. Wann merkt er das? Wenn man den Unterschied dann mal erspürt und erfahren hat, dass man sagt, ich war noch nie so fit, wie ich es jetzt bin. Das ist immer ein ganz guter Punkt. Ja, und ich glaube auch, liebe Zuschauer, wenn Geist, Körper, Seele in der Balance ist. Ich denke, das war eine interessante Sendung, glaube ich. Und schauen Sie mal rein in die FX Meier Medizin. Wir sehen uns wieder beim nächsten schönen Talk. Bis dahin noch eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund.